Ich ziehe auch mal den Hebel auf. Tankt der? Der ist so ruhig. Nee, der tut sich nichts. Jetzt vielleicht? Ah, jetzt. Ah, okay. Aber auch schön. Durch Bestätigen erscheint das Vorauswahl. Aber er darf jetzt nicht zu viel. Also das hätten sie aber ruhig reinschreiben können, gerade im Tutorial, ne? Das hätten sie ruhig mit erwähnen können. Aber wie tanke ich jetzt die Mitte? Hör mal auf jetzt. Ja, der Teil ist jetzt auf links und rechts auf, aber ich will ja die Mitte betanken auch. Ich lasse einfach mal laufen. Gleich hat er ja 3,2 Liter, waren ja schon drin. So. Er hat Tanke mit 11,7 Tonnen. Ach, der hat auch ein. Ach so, okay. 11,7 ist denn die Menge nicht, die er tanken soll, sondern 11,7 ist die Menge, die. Okay, jetzt. Ja. Also müssten ja nochmal 1, nee, warte mal. Doch, 2000 müssten ja nochmal rein dann. Drücke F, um die Position. Ja. Jetzt, darum hat das vorhin nicht geklappt. Jetzt sagt er, dass ich das am Tankwagen anmachen soll. Okay, warte, machen wir mal aus hier den Bums. Kann ich den. Nee. Ich habe unten eingegeben, weil er gesagt hat, ich sollte mit 11,7 tanken. Und ich habe unten eingegeben 11,7. Weil ich dachte, er tankt dann auch 11,7 auf. Aber ich muss eingeben, wie viel insgesamt später drin sein soll am Ende. Und am Ende soll er 13.700 sein. So, erzähl nochmal. Okay, ja, jetzt haben wir, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Jetzt stellen wir den auf 13,7. Weil er sagt ja auch, 11,7 soll ich tanken. Ich stelle den auf 13,7. Gucken, wohin er denn tankt, den Bums. Die Aufgabe, nee, die Aufgabe genau stellen. Jetzt tankt er halt noch mehr. Aber ich will sie auf der Mitte eigentlich haben. Naja. Okay, warte mal. Ja, und ich dachte, ich muss unten auch 11,7 einstellen. Aber das musste ich gar nicht einstellen, 11,7, sondern 13,7.
So, machen wir den zu. Jetzt ist die Mitarbeiter nicht betankt. Trennt man erst die Erdung? Trennt man nicht erst den Schlauch? Würde das nicht Sinn machen, erst den Schlauch zu trennen? Aber die Mitte, das würde ich gerade für die nächsten Aufgaben, wenn es dann erstmal richtig losgeht, ne? Wäre das halt schon schön zu wissen auch. Er hat diese Schalter hier auch beschrieben, aber hat sie nicht. Muss ich mal. Alle Schalter. Achso. Now turn off the battery on the panel. Then close the fuel panel door. Great. Pull, Junge. Die Pumpe ist doch schon längst aus. Ist da schon längst was? Ja. Then disconnect the grounding cable. Ja, jetzt macht Sinn. Jetzt sagt das auch richtig. Erst Schlauch, dann die. Oh, dass sie explodieren können? Ey, können ja auch Flugzeuge explodieren? Und wieso dürfen da keine Menschen stehen? Nein. Bodenbesatzung. Nee. Treibstoff, Hilfs. Ach so. Ah ja, Triebwerk. Bestätigen. Ah, der muss noch zu. To confirm that you have completed the task, use the communication panel. Open it by performing the action displayed on screen. After opening it, select the flight crew tab, then fuel, and finally confirm refueling. Great! Now you can refuel an A320 aircraft. Ja, zumindest links rechts kann ich mir tanken. Bitte ich noch nicht. Das erste war ein bisschen einfacher gewesen. Jo, bis später, Baby. Ja, ja. Alter Falter, ey. Über 3 Stunden und immer noch nicht durch mit dem Tutorial. Skill Manager? Sieht geil aus. Ich guck da gleich mal auf Steam, was es da so Schönes gibt. Ja, ihr Lieben, bei YouTube. Hat sehr lang gedauert jetzt das Tutorial. Jetzt letztendlich entscheide ich mich doch dazu, dass ich definitiv werden die Folgen mindestens eine halbe Stunde gehen. Eine halbe Stunde bis 40 Minuten gerade die Tutorials. Werde ich auch beschreiben oder reinschreiben, was das für Tutorials sind. Nur steht, seht ihr, habt ihr ja dann gesehen. Macht auf jeden Fall Sinn. Und beim nächsten Mal gehen wir nochmal bei dem letzten Tutorial dann rein. Das ist dann Pushback und Outside Check. Das machen wir beim nächsten Mal noch. Und dann gehen wir rein ins Spiel. Jedes Tutorial, ein Video, fertig. Oh, das ist schon heftig. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht 2 Tutorials, ein Video. Das kommt, glaube ich, gut hin. Ihr Lieben bei YouTube, macht's gut, bis zur nächsten Aufnahme. Und dann hoffen wir auf ein bisschen Action. Tschüssi. Ihr Lieben bei YouTube, ich habe mich dazu entschieden, doch nochmal ganz schnell das letzte Tutorial fertig zu machen. Herzlich willkommen, liebe Raiders. Ja, ja, ey, so ist es mal wieder, ne? Und dafür brauchen wir jetzt einen. Die schwierigste, oh, nee. The pushback procedure is typically performed with the help of a special vehicle and a tow bar. We will be operating such a vehicle specifically designed for this task, the Goldhofer Bison.
These vehicles are characterized by high power and torque, which means that certain models can push even the heaviest of aircraft with full loads. Let's get started. Your initial task is to attach the tow bar to the back of the Bison. Zu befestigen. Before you do that, you need to prepare the handle in the middle of the tow bar to lift the wheels and increase the clearance for transport. Oh, Feuerwehrauto! Oh, geil. Okay, der sieht scheiße aus. Der sieht ja aus wie gemalt. Den haben sie ja. Oh gut, damit kannst du halt auch nicht fahren, ne? Darum sehen die so aus. Was macht ihr denn da oben? Runter da? Achso, das sind Puppen. Okay. Aber kann absolut nicht mehr heute. Sagt mir gar nichts. Nee, mir auch nicht. Bei Soul, da ist immer. Oha, okay. Umgang mit der Deichsel. Erzähl dir nochmal jetzt. Ah, jetzt kann ich das nicht nochmal neu starten. Muss ich nicht einen Wagen dafür holen? Ah, wir pumpen sie mal hoch. Geht's wieder runter, okay. Geht's aber wie viel automatisch? Kannst du nicht erzählen, dass sie das da hochpumpen jeden Tag? Now you're ready to attach the tow bar to the Bison. Bison. Oh, da hinten. Wie geht's dir, Monzi? Alles schick bei dir soweit? Und ja, Frage natürlich auch an die anderen Raider gestellt. Falls noch wer wach ist. Nee, muss ich damit auch rückwärts fahren? Ja, dass sie so aussehen, das weiß ich. Das, aber es ist halt gemalt. Also die sehen halt in echt nicht aus wie gemalt. Aber dass sie in echt so aussehen, das ist mir schon bewusst, ja. Oder allgemein auf dem Flughafen sehen die so, also klar, weil die Amis haben halt die Farbe auch. Aber bei den Amis, auf dem Flughafen sehen die ja so meistens so crazy verrückt aus, diese Dinger. Die Feuerwehrautos. Ziehen, okay. Verbinden. Okay, now you need to transport the vehicle with the tow bar into position in front of the aircraft we will be pushing. Dass wir schieben werden. Okay. Eggy, ich wünsche dir eine gute Nacht. Hab schon Dank für alles. Und bis morgen. Aber warum kann man nicht einfach vorwärts fahren? Warum kann ich das irgendwie einfach? Great. Now go out and detach the tow bar from the back of the Bison. Now park the Bison so that it is behind the tow bar facing the front of the plane. You must park in such a way that the tow bar is facing the aircraft's wheel. So you'll have to maneuver in reverse. I recommend changing the camera to an external view to make your work easier. Dafür kannst du hier schon sehr, sehr unpräzise, finde ich, Gas geben und so, ne? Entferne die Hütchen und Unterlegkeile. Ach so. Das macht Sinn. Oh, nee. Oh. Da
gerade. Wo Eier wieder so wie Bock. Wasser, ja, geht gleich los, Wasser. Wasser geht gleich an noch. Ja, ja, ja. Wohin damit? Sagt er mir nicht. Ach so, hier. Nicht gesehen. Ich will das Ding nicht schieben. Aua. So. La 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 la. Ah, die Idee, die Eggy da hatte, die war eigentlich gar nicht so schlecht. Da hätte man nur vorher drüber nachdenken müssen. Weil dann hätte man das Tutorial vielleicht auch offline aufnehmen können. Weil es passt manchmal dann gar nicht mehr zu dem Kontext. Dann hat man irgendwas gequatscht und dann geht's halt 5 Minuten später weiter. Aber diese 5 Minuten kommen dann halt bei YouTube erst 10 Folgen später. Das ist, glaube ich, ein bisschen irreführend dann. Das ist, glaube ich, doof. Aber an sich ist es nicht sehr... Hätte ich es vorher gewusst, hätte man das so machen können, tatsächlich, ja. Hätte man vorher das Tutorial aufgenommen, offline. Started automatically. In a normal scenario, you'll have to notify the pilots of the APU startup, but you'll learn about this in the GPU tutorial. Before departure, you must check if all the aircraft components have been secured and if there are any items on the plane. This process is called the walkaround, in which you walk around the plane, checking its individual components and verifying that they've not been damaged. To do the verification, approach the highlighted area and hold down the button displayed until it is verified. If you believe all the elements have been checked thoroughly, open the communication panel, go to the flight deck tab, and then select walk around. Okay. Chris, was wird denn das da? Okay. Da hätte man nicht hier auch was hinlegen können? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Aha. Ach so, jetzt, okay. Hier hätte auch was liegen können, ne? Das hätte man einfügen können, dass ich das aufheben soll. Ach nix, okay. Na gut, dann glaube ich dir mal. Also so ein bisschen zumindest. Nur noch, ne? Alter. Vielleicht ist hier noch was. Ich glaube nicht. Doch, da hinten noch. Passt, ne? Now your time.
to the aircraft. To do this, approach it and grab it by the front handle by performing the displayed action. Wo ist er hin? Then using the controls displayed, you can guide it with you. Endlich sieht man mal einen hier. Bleib hier. Use the buttons displayed. Und go, yeah, yeah. Alter, hat der Kajal drauf? Down, use the buttons displayed. Now that you know how to operate the tow bar, attach it to the indicated element on the aircraft's front wheel. Der Kajal, Alter Junge, was ist mit dir nicht richtig? Was ist denn da los? Auch gar keinen Bock gehabt, ne, einfach gezogen. Muss ich mir morgen was zum Schreiben an den PC legen oder ist die Ansage nicht schlimm? Da, das siehst du dann schon, ne? Das ist ja keine Ansage. Ansage, ja. Ach, es ist... Das jetzt schon. Ich werde auf jeden Fall nicht sterben. Das hat mich nämlich von einer gefragt bei Instagram. Geht das jetzt so schon? Kann ich das nicht noch ziehen? Okay, da muss ich ran. Boah. Streamzeiten ändern sich. Ich streame ab sofort andere Uhrzeiten, immer 23 Uhr, nee, immer 0 Uhr auf OF, nicht mehr auf Twitch. Was hat der Metallion von gesagt? Okay, wie viel hat die Kick dir geboten? Ey, wehe, ich muss da so genau ranfahren, ne? Das ist schon sehr genau. Okay. Attach the tow bar to the front hitch of the Bison. Great. Now get behind the wheel of the Bison. Before you begin pushback, you'll have to wait for a signal from the crew that you can start pushing the plane. You'll see this signal by the illumination of the position lights. These are red flashing lights located at the bottom and top of the aircraft. If they are on, it means you can go ahead and start pushing the plane. In this case, the plane will be taking off from runway 27, so you need to push it out to the left. Remember to make smooth movements and brake calmly if you need to, as the crew is likely conducting a safety briefing for the passengers. During the pushback, you'll have to notify the crew that they may start the engines. You will do this using the communication panel in the flight deck tab. Remember to inform the pilots to start the engines before moving the plane onto the taxiway to avoid prolonging the standing time. There will be a zone on the taxiway where you'll have to place the plane so that its wheels are inside it. The plane must be positioned as parallel as possible to the taxiway lines. Once you have stopped, the supervisor will detach the tow bar and bypass pin from the plane for you. When the tow bar is detached from the plane and reconnected to the Bison, you'll have to drive back to the stand from the taxiway. Benachrichtigt die Besatzung, dass die Triebwerke eingeschaltet werden sollen. Oh, ist aber laut jetzt hier langsam, ne? Oh, die ist laut! Ist kaputt, eins. Eins ist kaputt. Fehler. Oh. Fehler. Du hast eins kaputt. Und zieht aber durch. Das
Das ist ganz beschissen. Okay, das ist richtig beschissen. Warte mal. Landung. Ich zieh euch. Bin ich besser. Okay, ich mach den wieder aus. Ich hab da gar keinen Bock drauf, ne? Weil das ja halt auch hier Doppelachse hier so, ne? Blub, blub, blub. Das macht's halt noch komplizierter. Was ist daran so schlimm, das Ding zu ziehen? Also, hätte man auch ruhig sagen können, wenn das wirklich nicht möglich wäre. Junge, wie viel PS hat denn so ein Ding, Alter? Dass das so ein Flugzeug zieht. Ist ja auch krass, ne? Kann ich nicht noch weiter weggehen mit der Sicht? Nee. Leider nicht. Auf jeden Fall stört es anscheinend gar nicht, dass ich den ziehe. Was macht er denn da eigentlich? Just beat it. Just beat it. Kein Problem. Oh, was ist denn mit ihm? Blup. Kommt auf die Größe an. IPS. Ach so. Das wusste ich jetzt nicht. Kappa. Ist es schon ab? Ah, okay. Guck mal, der hat auch extra drei so eine Dinger, ne? Congratulations. You have just completed the tutorial on the pushback and walk around processes. Now you know how to perform these operations. Good luck. Ja, danke schön. Also, wir haben jetzt ein Tutorial nicht beenden können, weil wir nicht mehr aussteigen konnten, ne? Nein, ich meinte ja nicht, wie viel PS so ein Ding hat, sondern dass es krass ist, dass so ein Ding so viel PS haben kann oder so viel Kraft haben kann, ein Flugzeug zu ziehen. Das meine ich. Ja, gut, ihr Lieben, das war es jetzt aber tatsächlich dann. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das sowieso noch gemacht. Ja, und beim nächsten Mal geht's so voll rein in die Action, ne? Ja, das frage ich mich auch. Also, wenn es da Probleme geben würde, so würde ich halt gerne wissen, warum man das rückwärts machen soll, ne? Warum nicht einfach das Ding selbst vorne anbauen, das Ding ist doch auch Quatsch. Also, der muss sich den ja schieben. Also, ziehen ist doch einfach viel leichter. Vielleicht wegen EPS, weil er mehr Kraft hat, wenn er eine... Nee. Es macht ja mehr Sinn, weil er vorwärts mehr Kraft hat. Ja, klar, wegen dem Platz sind vielleicht auch, aber... sollte man Flugzeuge so machen, dass man sie von hinten ziehen kann, von mir aus? Das macht es doch für die Arbeiter auch leichter. Gut, ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Mal und dann machen wir Action hier, neues Spiel. Ach so, hier gibt's... Ah, okay. Das gucken wir uns. Okay, warte, ich lese mal kurz. Schlüpfe in die Rolle eines Flugzeugabfertigers. Deine Aufgabe ist es, ankommende und abfliegende Flugzeuge nach einem realistischen Zeitplan abzufertigen. Wenn du deine Aufgaben erfüllst, wirst du für deinen Einsatz und deine Präzision bei den Abfertigungen der Flugzeuge belohnt. In diesem Modus hast du den größten Spaß und die meisten Freiheiten in deiner Karriere als Flugzeugabfertiger. Erkunde Flughäfen,
Unternehme in deinem eigenen Tempo und schau den Flugzeugen beim Vorbeifliegen zu. Es werden keine Punkte vergeben und die Erfüllung der vergebenen Aufgaben ist freiwillig. Nimm an der Herausforderung teil, bei denen du verschiedene Aufgaben unter Zeitdruck erledigen musst. Denk daran, dass jeder Fehler dich für wertvolle Sekunden kostet, die für die Erfüllung deiner Aufgabe die du brauchst. Okay. Ich wollte dann erstmal Szenario machen, würde ich sagen, oder? Und dann hast du ja erstmal sowas Kleines hier. Ja, aber da frage ich mich, warum macht man das denn beim Flugzeug nicht so, dass man den einfach rückwärts rauszieht? Also, dass man den von hinten rauszieht, so. Hier kannst du Skin. Oha. Alter, das bitte. Tschechische Republik. Okay, der ist gut. Gut, ihr Lieben. Nächstes Mal gehen wir rein. Ich würde sagen, wir gehen ins Szenario rein. Wir gucken da einfach immer kurz, ne? Oh Mann, ey. Kann ich... Genau, wir gehen nächstes Mal erst das Szenario. Und dann kann man irgendwann freies Spiel nochmal machen, ne? Ich denke mal, Herausforderung nicht. Ich habe keinen Bock beim Spiel mir zu diesen. Ich habe keinen Bock auf Druck. Ne? Ich habe Druck im realen Leben. Brauche ich das nicht abends, wenn ich noch am PC sitze und spiele. Auf jeden Fall gehen wir das Szenario rein. Da hast du ja auch ein bisschen Zeitdruck, ne? Und danach dann nochmal irgendwann freies Spiel. Also ein paar Folgen wird es geben, auf jeden Fall. Und dann, ne? Ihr Lieben bei YouTube, macht's gut. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.